Hallo und herzlich willkommen bei Travelize Your Life. Heute zeigen wir euch unseren Besuch vom Nationalpark Plitvischer Seen. Wie ihr seht, sind wir Tour C gelaufen, welche eine der längsten Strecken ist und wo man bis zu 6 Stunden an den Seen entlang laufen kann. Wir haben sogar 8 Stunden für diese mysteriöse Welt gebraucht. Ja, dieser Ort wirkt unreal und mystisch, wie in einem Märchen. Die Farbe des Wassers ist beeindruckend, genauso wie die Form der Bäume um die Seen herum. Im Hintergrund hört man die ganze Zeit Wasserfälle plätschern und die Luft ist klar und windig. Hier kann man alles vergessen, was man bisher an Natur kennt und auf eine völlig neue Entdeckungstour gehen. Plitvischer Seen sind der älteste Nationalpark in Südosteuropa. 1979 wurden sie als Denkmäler zum UNESCO-Weltnaturerbe aufgenommen. Insgesamt beträgt die Fläche des Nationalparks fast 300 Quadratkilometer. Der Eintritt kostet übrigens 200 Kuna pro Person, was 26 Euro entspricht. Dafür sind Boottrips und der Transport per Bus zu verschiedenen Punkten inklusive. Eine Anreise mit eigenem PKW kostet dann nochmal 100 Kuna, 13 Euro fürs Parken. Zwischendurch zeigen Schilder dir, wo du gerade bist und wie tief die Seen sind. Dieser Nationalpark ist weltbekannt für 16 größere und kleinere Seen, die kaskadenförmig miteinander verbunden sind. Durch die Höhenunterschiede läuft man fast die ganze Zeit an Wasserfällen und fließendem Wasser entlang. Die meiste Zeit läuft man auf einem Holzsteg über dem Wasser. Das gibt einem wirklich das Gefühl, sich mit der Natur zu verbinden und tief eintauchen zu können in die Geräuschewelt des Parks. Wie ihr sehen könnt, ist das Wasser kristallklar. Man sieht unendlich viele Fische und auch Krabben, Schlangen, Vögel. In diesem Park leben aber auch Braunbären, Grauwölfe, Eulen, Adler, Wildkatzen und Fledermäuse. Diese halten sich aber von den touristischen Gebieten fern und sind nicht sichtbar. Ein Teil des Nationalparks kann nur vom Boot aus besichtigt werden. Diese Boottrips sind im Eintrittsgeld enthalten, also kostenlos nutzbar. Thank you.
Wir empfehlen, den Nationalpark früh morgens zu besuchen. Wie ihr seht, haben wir wenige Touristen um uns herum gehabt. Später wurde es aber deutlich voller. Die Tickets sind limitiert auf 10.000 Besucher pro Tag. Außerdem lassen sie pro Stunde nur eine gewisse Anzahl an Menschen rein. Und deswegen kann es sein, dass du länger warten musst, bis du in den Park reinkommst, wenn du später kommst. Wenn dir das Video gefallen hat, gib uns bitte einen Daumen nach oben. Das gibt uns ein Feedback und hilft uns einschätzen zu können, ob wir solche Videos in Zukunft öfter posten. Schau doch gerne mal auf Instagram vorbei, denn wir reisen gerade 4 Monate durch Osteuropa mit unserem Van. Unterwegs schießen wir mit Drohne, Actioncam und Kamera jede Menge Fotos und laden hier natürlich auch viele weitere Details und Geschichten hoch. Den Link findest du unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.